Hallo, willkommen beim Tausend-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Goldaktien, der Anstieg wird sich fortsetzen. Disclaimer. Allgemeine Statements zu Goldaktien und Bullenmärkten. Ja, so sehen es die Statisten. Früher oder später hier, da ist der Hui. Goldaktien, der allgemeine Goldaktienindex abgebildet, dürfte bald ausbrechen. Gewisse Korrektur, bevor dann, sage ich mal, die alten Höhen auch wieder erreicht. Also das Abwärtspotenzial, was Goldaktien an sich betrifft, ist aus meiner Sicht begrenzt. Ja, hier ein Beispiel eines Silber-, Kupfer-, Gold-, Kobalt-Projektgenerators, der in Kanada und den USA operiert. Sie haben vier Projekte. Ein Projekt, das ist ihr Flaggschiffprojekt, ist im Nordwesten von British Columbia, am Rand der Golden Triangle, sehr bekannt für Goldvorkommen. 2600 Quadratkilometer, riesig aus meiner Sicht. Kupfer, Gold, Silber, Molybdän, Projekt, Bohrergebnisse, gigantische Bohrergebnisse, 48 Gramm pro Tonne, 5%, Kupfer ist viel, und weitere gute Gold-Bohrergebnisse. Projekt Nummer 2 ist im Nordwesten von Montana in den USA. Es handelt sich da um ein Silber-Gold-Kupfer-Projekt. Die Exploration ist im fortgeschrittenen Stadium und in der Vergangenheit wurde dort hochgradiges Silber, Gold und Kupfer produziert. Zwischen 1913 und 1975 wurden 6,7 Millionen Silber produziert mit einem auch sehr hohen Grad von 29 Unzen Silber. Projekt Nummer 3. Das ist 500 Kilometer nördlich von Toronto in Kanada. Die Mine produzierte zwischen 1908 und 1989 10 Millionen Unzen Silber und 358 Millionen Kobalt. Das Unternehmen hat auch hochgradige Bohrergebnisse, 187 Gramm pro Tonne, aber eben auch Ergebnisse mit 350 und sogar 1077 Gramm pro Tonne. Projekt Nummer 4, das ist im Prinzip noch nicht richtig angefangen, aber das ist meiner Meinung nach auch ziemlich riesig. 950 Quadratkilometer im alten Mining-Distrikt mit absolut sehr hohen potenziellen Goldergebnissen, 293 Gramm pro Tonne, 53 und sogar 509 Gramm pro Tonne Gold. Das ist, wie gesagt, es ist Gold, kein Silber geben. Also da ist jede Menge Potenzial und es wurde im Prinzip, es ist ganz, ganz frühe Phase der Exploration. Ja, das ist schwierig, solche Aktien zu bewerten, geschweige dann Potenzialfaktor zu errechnen. Was wir ungefähr wissen, derzeit mehr oder weniger nachgewiesen, circa 30 Millionen Unzen Silber, alles hochgradig in ihren Projekten. Für Gold gibt es noch keine Zahl, aber bei den riesigen Gebieten etc. ist davon auszugehen und auch als Beiprodukt von dem Silber später, dass eigentlich mehr als 0,5 Millionen Unzen Gold da sind. Wie gesagt, man kann es noch nicht sein. Es kann auch sein, dass es riesige Mengen sind. Das ist eben das Upside. Das hängt am weiteren Erfolg der Exploration. Aber in den hochgradigen Gebiet wird das früher oder später aus meiner Sicht kommen. Und wenn wir dann eine Gold- oder Goldaktienmania haben, kann das sein, dass diese Aktie enorm bewertet ist. Das ist ja diese Psychologie spekulieren wir ja. Und dann kommt hier noch, sage ich mal, eine Story hinzu. Kanadas größtes Goldmarket wurde im alten Mining-Distrikt in Spruce Creek gefunden, 85, ich glaube, das war 1898. Also da ist jede Menge Gold. Und übrigens, wer auch Gold suchen will, für den könnte so eine ganz gut, in Kanada ist es durchaus eine gute Möglichkeit, eine Anlaufadresse sich da umzutun, sozusagen. Ja, also ich denke, das sollte sich früher oder später bei einem Goldpreis über 2000 oder bis 2400, hoffen wir, dass es läuft, sollten die Investoren auch solche Gebiete massenhaft aufkaufen und dementsprechend hoch treiben.
Wie gesagt, das ist hier ein ganz rein theoretischer Potenzialfaktor von 57, ist einfach angenommen, halbe Million Unzen Gold auf den ganzen riesigen Gebieten, was meiner Meinung nach mehr ist, 30 Millionen Unzen Silber, das wissen wir ungefähr. Ja, und auch selbst diese konservative Schätzung gibt einen Potenzialfaktor. Also um wie vielfache, dass die Aktie vielleicht bei Gold 2500 stehen würde, rein theoretisch 57. Das wäre natürlich, wenn riesige Goldentdeckungen kommen, würde es noch wesentlich höher sein. Ja, aber das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das ist der Versuch einer Bewertung. Jedenfalls handelt sich ein Projektgenerator mit Silber, Kupfer, Gold, Kobalt, alles wird gebraucht, hochgradig, riesige Explorationsgebiete, also alle Zutaten dabei, um in einer Goldmania erfolgreich unterwegs zu sein. Ja, wir versuchen solche Goldaktien im Tausendbecker-Report zu identifizieren, segmentieren sie nach Risiko, also hohes Risiko, moderates Risiko oder Gamble-Risiko. Ja, wir versuchen, wie gesagt, den Potenzialfaktor zu rechnen, eine Exit-Strategie, was kauft man nach dem Goldboom haben, dass wir überhaupt ein gewisses Konzept an der Hand haben, was kaufen, wenn wirklich jeder um jeden Preis Gold und Goldaktien haben will, der Punkt will kommen, aber das ist der Punkt, wo wir verkaufen wollen und die Asset-Klasse wechseln müssen. Ja, noch ein paar nützliche Informationen unten weiter unten bei YouTube. Auch nochmal die Informationen da zu dem Nugget da in diesem alten Goldgebiet. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.